Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Entgleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder in die Mamas altmutschganische Tulle rein. Da haben wir momentan den Mythic Bobby am Start. Ja, Mythic Bobby geil, alte Geheimnisschatulle nicht so geil, was willst du machen? So, hier haben wir noch nach wie vor die Oktoberfest Tire Box mit Oktoberfest Hermes, Beer Festival, Hermes Conrad, Bill Daugherty, Wodka Beer, L.A.R.P. Bartenders Not, Date Wine, Zoidberg und diesen ganzen Kombos hier. Ja, mir wurde die Frage gestellt, Im YouTube-Kommentar lohnt es sich auch einfach mal eine einzige Box zu holen. Ja, also für 200 Gems quasi. Ja, für 200 Gems würdet ihr eben das hier bekommen. Du würdest einmal diesen Level 1 Date Wine Zoidberg kriegen, das ist der da oben, den einmal. Dann eine weitere epische oder besser 200 legendäre Steine. Zwei Forschungsbeschleuniger für 8 Stunden und 100 Gigawatts. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du das Ganze jetzt mal so siehst, ne, jetzt nur mal rein theoretisch genommen, ne, also ich verstehe sowieso die Mathematik von Kongregate teilweise nicht, weil wenn man es mal ganz genau betrachtet, Tier 1, ja, kostet 200 Gems. Du hast einen Level 1 Date, Wine, Zoidberg, eine Level 1 Epic or Better. Ja? So. 200 legendäre Steine, 100 so. Also jetzt normalerweise, wenn man das Ganze hier mal 2 nimmt, müsste das ja für 400 Gems. Da müsstest du zweimal den Level Date 1 Wine Zoidberg kriegen, hier kriegst du nur einmal, obwohl du 500 bezahlst, anstelle von 400. Zweimal die Level 1 Epic or Better, auch hier müssten diese zwei normalerweise für 400 da sein, hier kosten sie 500. Das gleiche mit den Forschungsbeschleunigern, 4 Stück eigentlich, wenn du die zweimal da vorne Tier 1 kaufen könntest, ist bei 400, das Ding kostet 500. Das gleiche mit den legendären Steinen und den Gigibats. Das bedeutet also, rein theoretisch gesehen, ja, sind diese 500 hier, nur rein mathematisch gesehen, sind diese 500 überteuert. Okay? Also normalerweise, wenn du zweimal Tier 1 holen würdest, würdest du 400 bezahlen, hättest eine Level Date Wine Zoidberg sogar mehr und hättest, 100 Gems weniger bezahlt. De facto. Sprich, also wenn du nur 200 Gems hast, dann, ich meine, vom Prinzip her normalerweise spart man immer Gems, ne? Damit du mal ein größeres Pack-Opening machen kannst. Rein mathematisch gesehen ist Tier 1 besser, als wenn du auf Tier 2 sparst. Rein mathematisch gesehen. Okay? Soll jetzt nicht heißen, ich empfehle euch jetzt allen nur noch Tier 1 zu holen für 200 Gems, aber rein mathematisch gesehen kriegt ihr mehr raus, als wenn ihr jedes Mal weiter nach oben sparen würdet. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir schauen uns die nächsten an. Das nächste ist hier Philip J. Fry. Der kostet hier 100 Creds, also 10 Euro. Ein Philip J. Fry. Das Ganze macht tatsächlich nur dann Sinn, wenn du tatsächlich eben, ja, den vielleicht quadfusen kannst dadurch, ne? Und du unbedingt den brauchst, deiner Meinung nach. So, also. Dann haben wir das Mythic Bobby Pack mit Bobby. Herumtorkeln, Thunder Cocktails, Wodka Bier. Und Francine Smith.
Hier gilt es zu beachten, Thunder Cocktails momentan mit die stärkste Alkoholkarte, Supportkarte, die es gibt. Herumtorkeln ist auch geil. Bobby ist natürlich geil. Francine Smith ist Schrott. Ja, die Wahrscheinlichkeit, den Mythic Bobby zu bekommen, ist eben auch sehr, sehr gering. Ja, deswegen kann ich euch jetzt nicht empfehlen, das Mythic Bobby Pack zu holen. Also 500 Gems für eine einzige Karte ist jetzt nicht so der Oberbringer, ne? Ja, dann kommen wir schon zu den Daily Combo Masteries von heute. Die schauen wir uns jetzt mal an. Da hätten wir als allererstes den Serious Runner Brian. Schauen wir uns den Serious Runner Brian mal an. Das ist dieser da. Da hätten wir einmal den Brian. Und Sportkarten. Freezer Dome, Deathball, Horse Camp. Wir gehen mal gleich runter zu der Mythic-Version. Freezer Dome, da kommt dann auf der rechten Seite was mit Motivieren raus, mit Revanche und du kriegst Leben mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. Also nicht du, sondern eben deine Karte hier, deine Combo, ne? So, und das ist gar nicht mal so wenig. Das sind nämlich hier 26 an der Zahl, zum Beispiel bei Deathball. Du hast 20-fach Revanche und 15-fach Motivieren. Also die Combo ist schon ziemlich stark, muss man sagen. Aber ja, macht eben nur Sinn, wenn du den Mythic Brian hast. Die Leute, die den Mythic Brian haben, haben wahrscheinlich auch dementsprechend die Gems zur Verfügung, um eben hier die 500 rein zu payen. Jetzt haben wir hier Skydiving Peggy. Schauen wir uns mal Skydiving Peggy an. Ist eine Peggy. Wer hätte das gedacht? Mit dem Planet Express Schiff und dann kommt da was raus hier. Da bist du schon im First Hit Bereich mit 47 Angriffspunkten. Geht allerdings nur mit dem Planet Express Schiff. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Planet Express Schiff aktuell eine Combo ist, die eben, ja, die durch diesen Space BGE halt tatsächlich mehr Bedeutung im Spiel bekommt, als sie eigentlich haben sollte. Insofern, ich weiß es gar nicht, war die Skydiving Peggy eigentlich mit bei dem Space BGE? Also beziehungsweise bei dem bei der Space Challenge? Ich kann es euch gerade im Moment gar nicht so genau sagen. Also sollte sie bei der Space Challenge mit dabei sein und ihr habt eine Mythic Peggy? Aber das sind auch halt wieder 500 Gems, ne? Und 500 Gems ist ein Haufen Holz. So, hier haben wir als nächstes Mindswitcher Amy. Schauen wir uns die mal an. Mindswitcher Amy, die können wir eigentlich. Dr. Amy Wong ist ja eine normale legendäre Karte. Können wir eigentlich jetzt gleich schon mal maxen. Was käme denn dabei raus? Hier mit der Quahog Preschool und so weiter. Da hättest du auf der rechten Seite einmal Lähmen. Angriffspunkte, wenn eine Combo gespielt wird. Und Entführen. Hijack. Cripple. Hijack. So. Geht das Ganze mit Quahog Preschool, Joff Community College, Henry Haber Debater, Professor Lerner, Dr. Professor Lerner übrigens ist schon mega krank. Ne? Die hat alleine 65 Leben, die Karte. Ne? Das ist schon echt übel. Dr. Benjo, Principal Shepard, Professor Baxter, Neil Goldman, Stuffington Academy, Mrs. Labons, Student Lucky, Dr. Cahill, Wozniak Nerd Academy und die Banding School. Ja, ist eine defensive Combo, kann aber eben bei Karten mit Berauscht schon unter Umständen mal wirklich Sinn machen. Und dann kommen wir zu der letzten hier. Die haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gesehen. Das ist die Fury Bullock Combo. Schauen wir uns das Ganze mal an hier mit der Mythic-Version. Das ist eben mit Spielzeugkarten. Das sind Rupert und die einzige
legendäre Spielzeugkarte, die es gibt, ist eben hier der Wireless Audio Transmitter oder ja, heißt ja auch so. Fury Bullock hat eben relativ viel Blutsauger. Ja, das ist auch alles. Also, letzten Endes haben wir hier aktuell bei den heutigen Kombos folgendes Problem. Wir haben zwei Kombos, die durchaus Sinn machen würden, sind aber eben für nur für Gems erhältlich. Ne? Serious Runner Brian und Skydiving Peggy. Dann haben wir hier eine Combo, die tatsächlich auch interessant sein könnte. Ja, das ist die Mindswitcher Amy. Allerdings ist Dr. Amy Wong auch eher selten. Ja, ist eine seltene, legendäre Charakterkarte. Die kriegst du nicht einfach so mal zusammen. Ja, Dr. Amy Wong. Bedeutet also, die heutigen Kombos für die Pay-to-Win-Spieler durchaus interessant. Wer genügend Gems hat, kann da mal was reinpayen. Für alle anderen werden diese heutigen Kombos wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Sinn machen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich.